Und ich möchte jetzt gerne, dass du dir Schmerzen zufügst. Und ich möchte sehen, dass du weinst, wenn du deine Vagina zerfetzt hast. Beim ersten Mal hat er nur den Finger reingesteckt, beim zweiten Mal hat er seinen Penis reingesteckt und beim dritten Mal hat er Stifte vaginal und anal reingesteckt. Wann hast du denn mitbekommen, dass hier irgendwas los ist? Dass deine Mutti oder deine Schwester da irgendwas entdeckt haben, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könnte? Wie ging das los? Ich war in der Klinik zu dem Zeitpunkt, als sie es rausgefunden haben. Ich war in der Klinik, weil ich nicht mehr zur Schule gegangen bin und wegen Familienproblemen. Und irgendwann dann auch, weil ich mich öfters selbst verletzt habe. Weil mir das alles zu viel geworden ist und ich nicht mehr konnte. Was ist dir zu viel geworden? Das mit Sebastian. Als ich in der Klinik war, hat meine große Tochter gesagt, komm Mama, lass uns mal in ihr Handy gucken. Vielleicht animiert sie jemand zum Ritzen. Und da haben wir dann auf Facebook, der Account offen, herausfinden können, dass sie da einen Chatpartner hat. Und dann sind wir den ganzen Nachmittag dann durchgegangen und haben uns dann an die Polizei gewendet. Weil da eben schon drin stand, dass er sich mit ihr getroffen hat, dass da sexuelle Handlungen waren, dass sie sich selber Schmerzen zufügen musste. Deshalb. Er hat über Monate vor dem angeklagten Zeitraum schon Kontakt zu ihr aufgenommen, über Facebook. Und diese Kontaktaufnahme ist gelöscht worden auf seine Anweisung hin. Als er nämlich sie dann näher schriftlich kennenlernte, hat er sie dazu gezwungen und dazu gebracht, diese ganzen Chats zu löschen. Wir wissen also nicht, was da im Einzelnen an Vorarbeit von dem Täter geleistet wurde, um sie sich dann schlussendlich als Sexwerkzeug ranzuziehen. Also wir haben zum ersten Mal im Oktober 2014 geschrieben, ganz normal erst. Und dann hat er halt Sachen verlangt, die ich machen sollte. Die habe ich aber nicht gemacht. Dann im November sollte ich halt wieder was machen und ich wollte es einfach nicht. Und dann ist es dann halt auseinandergegangen mit uns. Im Januar habe ich ihn dann wieder angeschrieben, weil ich ihn vermisst hatte und es mir gefehlt hatte, mit ihm zu schreiben. Nachdem sie dann wieder Kontakt aufgenommen hat, weil dann vorher wahrscheinlich das so gelaufen ist, dass er schon von ihr Dinge verlangte, von denen sie sagte, nein, das möchte ich nicht, dann hat er zu ihr gesagt, okay, dann rufe ich nicht mehr an. Sie konnte ihn nicht erreichen, weil er seine Nummer nicht weitergegeben hat. Nur, er hatte ihre Nummer und er wusste ganz genau, wie alt sie war, nämlich 12. Und dann ging das so, dass man hin und her chattete und er sie erstmal isoliert hat. Er hat ihr gesagt, du musst dafür sorgen, dass du dich nicht mehr ritzt. Meine Mandantin hat depressive Schübe gehabt, wobei das Ritzen erst in dem Jahr, in dem sie den Täter kennenlernte, passierte. Also das steigerte sich dann. Und er hat in ein und demselben Chat gesagt, du sollst dich nicht mehr ritzen, du musst etwas dagegen tun. Und im nächsten Satz dann, und ich möchte jetzt gerne, dass du dir Schmerzen zufügst. Und ich möchte sehen, dass du weinst, wenn du deine Vagina zerfetzt hast. Das ist ein Beispiel dieser endlosen Chats. Durchdrungen, so sagt der Gutachter, von einer Pädophilie gekoppelt mit Sadismus. Und dann haben wir uns halt im März das erste Mal getroffen. Wir haben uns in Hannover vor einem Ausgang getroffen und dann sind wir in den Wald gegangen. Dann saßen wir auf einer Bank und ja, dann hat er halt angefangen, mich untenrum anzufassen. Ist dann in die Hose gegangen und hat angefangen, es
mir zu machen. Er hat mir untenrum wehgetan und auch eine Klammer dran gehangen. Und hat halt auch öfters versucht, mit mir zu schlafen. Wir haben geschrieben, abends und nachts wollte er dann meistens anrufen, sodass ich es mache und er mir zuhören kann. Ja, und das ging dann halt immer täglich so. Also ich musste es machen, weil er sonst gesagt hat, er geht. Und ich wollte nicht, dass er geht, weil er mir wichtig war. Also er hat ihr gezeigt, wie falsche Liebe funktioniert. Daran glaubt sie, weil sie noch nie andere Liebe erfahren hat in dem Sinne. Und sie denkt, das ist das Richtige, was er mit ihr gemacht hat. Und davon müssen wir so halt jetzt umkehren, zu versuchen zu therapieren, dass es so im Leben nicht funktioniert. Er hat einige Monate auf Honorarbasis in einer Hamburger Schule gelehrt. Also ich war zunächst mal sehr überrascht von ihrem Anruf, weil ich also nicht im Traum darauf gekommen wäre, dass also Herr mit so etwas, ich sag mal so, irgendwie in Berührung oder im Kontakt steht. Weil ich einfach so von seinem Wesen her das so nicht eingeschätzt hätte. Ich sagte ja, er wirkte eher zurückhaltend und eher sogar ein bisschen schüchtern. Er hat bei uns, wenn ich das richtig erinnere, über 1 bis 1,5 Jahre Lernförderung gemacht. Als Schulleiter ist oder als jeder, der sozusagen im öffentlichen Dienst arbeitet oder im Bereich Schule, gibt es an der Stelle ganz klare Verhaltensvorschriften. Das heißt, das wird direkt angesprochen, direkt werden die Dienstvorgesetzten informiert, direkt bei einem solchen schweren Verdacht wird auch die Polizei informiert, die Beratungsstelle für Gewaltprävention in der Behörde. Also sind ganz klare Verfahrensvorschriften, die also auch unbedingt eingehalten werden. Wir haben umfangreiche Programme zum sozialen Lernen, vor allen Dingen Programme, die das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler stärken sollen, aber auch die Fähigkeit, sozusagen Konflikte zu regulieren und, ich sag mal so, ihren zu Dingen zu stehen und dieses auch offen zu transportieren. Also wir sind es schon gewohnt, dass die Schüler sehr enge Kontakte zu den Mitgliedern des Beratungsdienstes haben, aber eben auch zu den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrerinnen, sodass wir, das würde ich jetzt so behaupten, sehr gut informiert sind über das, was auch, ich sag mal so, in den Familien passiert und läuft. Er ist intelligent. Und zwar so dass, und vorgeschult, sodass er sie manipulieren konnte auf diese subtile Art und Weise, die damit endete, dass meine Mandantin gedacht hat, dass er sie liebt. Ich fordere, dass er wenigstens für 5 Jahre weggesperrt wird. Wenigstens. Wir haben gefordert 6 Jahre und 3 Monate, aber ich hoffe wenigstens auf 5 Jahre. Er hat stoisch gesessen. Er hat am Anfang gar keinen Augenkontakt zu niemandem gehabt und die Verteidigerarbeit war sehr schwierig. Die haben 4x4 Stunden in der JVA verbracht, um überhaupt ihn dazu zu bringen, meiner Mandantin das Aussagen zu ersparen. Und zum Schluss hat er dann, wie auswendig gelernt, gesagt, es tut mir leid und ich wünsche dem Kind, dass es wieder ein normales Leben führen kann. Er hat sich bei mir entschuldigt für das Leid, was er mir, also der ganzen Familie und angetan hat, dass es ihm eben sehr leid täte, aber so richtig glauben konnte ich das nicht. Der Gutachter, der ihn begutachtet hat, ist der Meinung, dass er krank ist. Ganz extrem pädophil und sadistisch, aber nicht, dass er nicht wusste, was er tat. Im Gegenteil. Ich habe einfach nur Ekel. Ekel. Und Wut. Richtig Ekel. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist nicht normal. Es sind 4 Jahre, 3 Monate ausgeurteilt worden. Ich hatte beantragt 6 Jahre, 3 Monate. Aber es geht im Ergebnis nicht um die Anzahl der Jahre. Ich meine, dass derartig üble sexuelle Straftaten immer
gerade wenn die Anzahl der Taten so hoch ist wie im vorliegenden Fall, immer um die 6 Jahre liegen sollten? Also ganz zufrieden bin ich nicht, natürlich. Ich hoffe wirklich für ihn, dass er sich in psychotherapeutische Behandlung begibt, so wie die Richterin ihm auch das nahegelegt hat. Seine Reaktion konnte ich leider nicht sehen, weil sein Anwalt genau da vorgesessen hat.